Eine Stadt im Harzvorland in den 40er Jahren, Halberstadt. Wie ein roter Faden zieht sich dieser Ort durch das künstlerische Werk von Alexander Kluge. Ich bin geboren in Halberstadt. Und das ist die Stadt, in der ich, sagen wir mal, bis ich 13 Jahre war, meine wesentlichen Erfahrungen gemacht habe. Und dieses Raster der Erfahrung, ja, die lässt sich dann übersetzen auf alles Mögliche in der Welt. Ich bin ja neugierig auf andere Dinge als Halberstadt. Aber ich kann sie verstehen über die konkreten Erfahrungen meiner eigenen Stadt. Also von Halberstadt hat er mir immer erzählt, schon vor 50 Jahren, als das für mich irgendwie eine unbekannte Stadt in der DDR war und gar nicht, konnte mir das gar nicht erklären. Aber im Lauf des Lebens habe ich dann gesehen, wie wichtig das für ihn war. Halberstadt ist für Alexander Kluge der Ort einer schönen Kindheit. Aber auch der Ort eines Traumas, das ihn lebenslang verfolgen wird. Dann kommt an einem Sonntag, 8. April 1945, so ein Bombergeschwader, das eigentlich eine andere Stadt planmäßig bombardieren sollte. Ja? Aber jetzt, dort fanden sie Wolken vor, sind sie also nach Halberstadt gegangen und haben das wirklich in Brand gesetzt. Und so eine fliegende Industrieanlage, die da von oben kommt und gegen die man auch dahingehend hilflos ist, dass man nicht kapitulieren kann. Man kann kein weiße Fahne hissen. Die würden es gar nicht sehen. Und die Ohnmacht im Keller, eine Grunderfahrung, die habe ich da im Moment nicht verstanden. Wir waren nur scharf, aus dem Keller rauszukommen. Ja? Irgendwohin, wo viel Wasser, nämlich eine Badeanstalt, ja, zwischen uns und der Stadt liegt, dem Brand liegt. Ja? Wir wollten uns retten. Im Übrigen fanden wir das extrem abenteuerlich, spannend. Ich wollte es am nächsten Tag meinen Mitschülern erzählen. Und die größte Enttäuschung war, dass keine Schule stattfindet. 71 Jahre später in der Schwabinger Wohnung von Alexander Kluge. Halberstadt ist noch immer anwesend. Skulpturen aus der Heimat. Das ist ein Bischof. Und Sie sehen, er hat ein Salzfass. Das heißt, es ist ein Salzburger Bischof. Ja? Und mein Vater hat den erworben, ja, nach 45. Und das ist eine Madonna aus dem 12. Jahrhundert. Ja. Auch aus Halberstadt von meinem Vater. Ja. Die Wohnung ist ein geistiges Laboratorium, in dem der Hexenmeister Kluge seine experimentellen Kunstwerke herstellt. Seine Prosatexte, Studiogespräche, Drehbücher. Das ist hier ein Bild von Anselm Kiefer. Ja? Ich ist noch verpackt. Das werden Sie aufhängen hier? Das will ich nicht aufhängen, nein. Das kommt in irgendeine Ausstellung. Ja? Ich werde es kommentieren. Ich werde einen Film dazu machen. Also die Art ist ja so, ich male ja keine Bilder. Ja? Und wenn ich mit einem Künstler zusammenarbeite, dann macht er ein Bild. Ja? Und ich mache dann eine Geschichte, ja? Oder einen Film meist. Ja? Hier will ich einen Ganz Film selbstverständlich machen. Wechselt er die Medien. Tempel der Ernsthaftigkeit, das wird ein Buch werden, ja, das ist jetzt im Januar 2018. Springt zwischen der Rolle des Filmregisseurs und der des Schriftstellers hin und her. Temple of the Scapegoat, das kommt nur auf Englisch in New York raus, in Two Directions Verlag, und handelt von 104 Opern. Das sind 104 Geschichten. Mehr als 30 Bücher hat er geschrieben, mehr als 30 Filme gedreht, mehr als 30 Preise bekommen. Begonnen hat er einst im Aufbruch des neuen deutschen Films, neben Regisseuren wie Volker Schlöndorff. Alexander Kluge wird für mich immer der junge Mann bleiben, der er 1965 war, als ich ihn kennengelernt habe. Sehr, sehr jugendlich, sehr jungenhaft, fast bubenhaft. Immer erinnernd an das Kind, das er mal gewesen ist, worauf er ja auch seine Gesprächspartner immer festnagelt.
nicht interessiert an häuslichem Wohnen, also das ist ein Sammelsurium von irgendwelchen Sofa, einer bürgerlichen Lampe, die wahllos in einem Raum stehen. Der Raum, auch in der Wohnung, war nur zum Arbeiten da. Ein wahnsinnig schneller, wacher Geist, der das Gegenüber sofort in ein Gespräch einbezieht. Er schreibt ja ungefähr jeden Tag ein Buch. Inzwischen kann er gar nicht mehr aufhören. Ja, jetzt inzwischen sitzt ihm ja die Faust im Nacken. Er schrieb eigentlich immer. Er schreibt immer. Ob er das immer verwendet, weiß ich nicht. Aber ich kenne ihn nur schreibend. Er kann aber auch entspannen. Also man kann auch mit ihm, also wir können auch, weil er redet ja wie ein Buch und dadurch kommt er dann wieder in Schwung und dann kann man auch darüber irgendwann lachen. Ja? Also wir können auch zusammen lachen. Mit einem Paukenschlag trat er 1964 als Regisseur hervor, mit dem Film Abschied von gestern. In schnörkellosem, kaltem Realismus erzählt er die rätselhafte Leidensgeschichte einer jungen jüdischen Frau, die durch die Aufs und Abs der deutschen Geschichte geworfen wird. Nazizeit, DDR, dann das bundesdeutsche Nachkriegswirtschaftswunder. Dort gerät sie durch einen Ladendiebstahl in die Mühlen der Justiz. Zum ersten Mal seit 1941 erhielt ein deutscher Film auf den Filmfestspielen in Venedig einen offiziellen Jurypreis. Abschied von gestern. Gegen die zurzeit berufslose Anita G., geboren am 2.4.1937, zurzeit ohne festen Wohnsitz, ledig, nicht vorbestraft, wird das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht in Braunschweig eröffnet. Legen Sie die Hände hier ruhig auf den Tisch und seien Sie ganz ruhig. Sie mussten sich doch sagen, dass das auffallen musste. Nur Sie konnten diese Weste oder Jacke weggenommen haben. Haben Sie denn gefroren? Ja. Aber es war doch Sommer. Ich friere auch im Sommer. Das ist aber nach der Lebenserfahrung ungewöhnlich. Sie mussten sich doch sagen, dass diese Wolljacke nicht in Ihrem Besitz bleiben würde. Das Publikum hat direkt reagiert, ja, nicht? Und das ist alles ein bisschen ungewohnt für das Publikum gewesen. Aber so ein Tango, ja, und so eine Szene, wenn über dem Flughafen Frankfurt-Main, wenn da oben die Flugzeuge fliegen, ja, und da unten sitzt Kauert, ja, so ein Mensch, ja, und friert. Die Rolle der verstörten Anita spielt Alexandra Kluge, die 5 Jahre jüngere Schwester des Regisseurs. Von nun an sind die beiden unzertrennlich. Als Jugendliche wuchsen sie nach der Scheidung der Eltern getrennt auf. Er in West-Berlin bei der Mutter, sie in Halberstadt beim Vater. Hat er von der Tochter die Mutter getrennt? Hat er einen Gefangenen nicht freigelassen, einen Gefangenen nicht gelöst? Hat er einen Eingekerkerten das Licht nicht schauen lassen? Meine Schwester, die war ja eine Ärztin, die studierte Medizin, ja, war eine Jungärztin und hatte sich gemeldet bei mir, also einen Liebhaber hatte sie verlassen. Und jetzt wollte ich mir mal zeigen, ja, dass sie auch anders kann. Und meldete sich und sagte, die Schauspieler, die ich davor hatte, kann man vergessen. Ja, sie übernimmt die Hauptrolle. Ja, das Team war nach kurzer Zeit überzeugt. Und dann sind wir nach Venedig gefahren. Und das war ja der erste Film seit Jud Süß, ein deutscher Film, der einen Preis bekam. Sie, die kürzlich verstarb, war das andere Ich des Künstlers Kluge. Nicht nur als Darstellerin, auch als kritische Begleiterin seiner Drehbücher, Prosageschichten und Buchprojekte. Das ist ein Stück von mir, ja, nicht, also, oder ich bin ein Stück von ihr. Das ist eigentlich sozusagen, sie ist die Dichterin, ich bin der Schreiber, ja. Und die hat dann bis 58 bei meinem Vater gelebt und dann kam sie zu mir rüber in den Westen. Und da haben wir dann sozusagen ein gemeinsames Unternehmen aufgemacht mit Abschied von gestern und diesen Filmen. Alexandra war ja untrennbar von Alexander.
Wir haben sie alle entdeckt, erst in dem Film Abschied von gestern. Ich kannte sie vorher nicht. Dann aber habe ich geradezu ihre Nähe gesucht und habe Alexandra dann auch eine Rolle in meinem zweiten Film Mord und Totschlag angeboten, was dann ganz anderer Typ Anita Pallenberg gespielt hat, weil Alexander sich quergestellt hat. Ich glaube, sie wäre schon interessiert gewesen, aber ihm war sozusagen diese Konkurrenz nicht recht. 1966 trat eine weitere Frau in sein privates und künstlerisches Leben, Hannelore Hoger. Sie waren zeitweise ein Paar. Und Hoger war die Hauptdarstellerin in Kluges erfolgreichstem Film Artisten in der Zirkuskuppel ratlos. 1966 gewannen sie damit den Goldenen Löwen in Venedig. Er hat also ja ohne Drehbuch meistens gearbeitet. Also ich habe nie ein Drehbuch bekommen. Sondern er hat, es fing so an. Und man fing an und geh mal da längs oder sag mal eine Szene oder sowas. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich komme im Hinblick auf Ihr Inserat. Nee, Frau, wir rufen alle auf, die guten Willen sind. Das bin ich. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie für Neues aufgeschlossen sind. Das stand schon im Inserat. Worum handelt es sich denn? Truppenbetreuung. Zuerst Marokko, Libyen, Thailand, zuletzt Saigon. Und was ist daran neu? Wir haben eine kleine Extranummer eingebaut. Die Artisten werfen von oben aus der Zirkuskuppel Flugblätter ab. Und was steht da drin? Frieden. Ganz allgemein? Ganz allgemein Frieden. Für Hannelore Hoger wurde dieser Film der Durchbruch in ihrer Schauspielkarriere. Beiden gefiel die Idee, mit avantgardistischem Elan das deutsche Kino zu entstauben. Also zunächst einmal bewegliche Kamera. Raus aus dem Studio. Ja, nicht? Ist viel zu eng. Im Studio sind ja nichts, sind ja Dekorationen. Die Wirklichkeit lockt. Also alle vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft, ja, sind verfilmbar. Ja? Und zu diesen Elementen der Wahrnehmung, der Erfahrung hin. Ja? Reiche Erfahrung und dafür kaufen wir beim Zuschauer die Zustimmung, dass wir grotesk sein dürfen, dass wir Ausdruck haben, ja? Dass wir verzerren dürfen, was die Künste eben machen. Es geht um die skurrile Idee eines Reformzirkus, in dem etwa Ratten sich gegenseitig verzehren sollen. Zirkus, damit meint Kluge auch den Literatur- und Filmbetrieb, ja, auch den Politikbetrieb. Mit einer giftigen Collage aus Spiel- und Dokumentarelementen bindet er alles zusammen. Auch das gerade vergangene Dritte Reich. Hitler triumphiert zu dem auf Spanisch gesungenen Yesterday der Beatles. Dieses Yesterday mit auf Spanisch färbt anders ein als das konventionelle Bild, ach, jetzt kommt wieder ein Hitlerfilm. Ja? Diesen Quotenträger muss man ja irgendwann mal unterminieren können. Ja? Und wenn es um Kunst geht, ja, dann ist der Tag der deutschen Kunst neben dem Zirkus, ja, von dem der Film handelt, ja, wichtig. Und ich kann nicht direkt sagen, das Dritte Reich ist ein Zirkus, denn das wäre unwahr. Da würde ich auch den Zirkus beleidigen. Ja. Außerdem die Ernsthaftigkeit des Tötens, ja, nicht wahrnehmen, das im Dritten Reich steckt. Mit der Schaufel nach deutscher Identität graben. Wühlen in deutscher Geschichte. In dem Film Deutschland im Herbst versucht Alexander Kluge zusammen mit anderen Autoren des neuen deutschen Films eine Stimmungsbilanz in einer Zeit, in der sich alles um Schleierentführung und Stammheim dreht. 25. Oktober 1977, vor der St. Eberhardskirche Stuttgart. Staatsakt für Hans-Martin Schleier. Wenn wir 1977 ziemlich erschrocken sind, einen Moment, über die bürgerkriegsähnliche Zustände beim Tod von Martin Schleier, aber auch dem Tod im Stammheim, ja, dann und den Hass auch spüren, der jetzt plötzlich aufbricht, ja, dann ist es so, dass wenn neben mir Fassbinder und Schlöndorff und Reitz und Bernd Sinkel, ja, und ich und wir machen den Film Deutschland im Herbst gemeinsam, dann fühle ich mich resettet, ja, entlastet.
Alexander Kluge hatte von Anfang an eine ganz klare Vorstellung, was der deutsche Film sein sollte, der junge deutsche Film, und wie er anders sein sollte. Das hat uns auf der einen Seite sehr geholfen, weil er einer ganzen Generation sozusagen ein gedankliches Rüstzeug mitgegeben hat und so eine Einheit, eine verschworene Gesellschaft aus uns gemacht hat, fast eine Bruderschaft. Und auf der anderen Seite, im Rückblick habe ich das Gefühl, dass er uns und den deutschen Film dadurch in eine Ecke gedrängt hat, aus der wir nie herausgekommen sind. Denn es ist ihm dadurch nicht gelungen, zu wachsen und wirklich in die Filmindustrie reinzukommen und im großen Maßstab zu produzieren und fürs Publikum zu produzieren. Im Jahre 1970 landet ein DDR-Bürger aus Sachsen-Anhalt in München. Es ist Dr. Med Ernst Kluge, der Vater. In West-Berlin war es zu heiß. Mit seiner früheren Frau, von der er geschieden lebt, verträgt er sich nicht. So ist er nach München abgeflogen. Der Regisseur Kluge nutzt diesen Aufenthalt zu einem seiner persönlichsten Filme, einer poetisch-humoristischen Liebeserklärung an seinen Vater. Also es wird Ihnen ja nicht entgangen sein, dass ich meinen Vater sehr liebe. Eines Tages ist der als Arzt aus dem DDR-Halberstadt. Ja, reist er im August nach München, da ist überhaupt nichts los, und dann reist er wieder zurück. Und das haben wir porträtiert. Ein kleiner Matrose durchsegelt die, er sein Mädchen und gibt ihr kein. Das Mädchen wird, wer hat das getan? Der kleine Matrose. Mit seinem. In München trifft Dr. Kluge einen Vetter aus Tübingen, einen Landgerichtsdirektor. Der Film zeigt sie als Protagonisten einer versunkenen Zeit, mit dem Habitus einer Vätergeneration, die in den 60er Jahren auszusterben beginnt. Der Vater, nationalkonservativ, seinem Beruf hingegeben, kulturinteressiert, ein Musikliebhaber. Ja, ist Theaterarzt. Und ein Theaterarzt ist dazu da, wenn der Sänger sozusagen eine Erkältung hat, ja, eine Spritze zu geben, ihm so lange zuzureden, bis er auftritt. Ja, manchmal fand mein Vater, das, was er tut, ja, die alle fit zu halten und in Stimmung zu halten und übrigens Streit zu schlichten, ja, wichtiger als die Tätigkeit irgendeines Regisseurs. Und das Schönste in seinem Leben wäre gewesen, wenn der Dirigent eines Tages umfällt. Ja, der Arzt versorgt ihn und er übernimmt das Orchester. Das wäre sozusagen die Utopie meines Vaters gewesen. Alexander Kluge, der selbst gerne Arzt geworden wäre, hat die künstlerischen Sehnsüchte seines Vaters zu seinem Hauptberuf gemacht. Er hat eine Vielzahl kreativer Partner, mit denen er regelmäßig arbeitet. Darunter der Comedian Helge Schneider. Das ist übertrieben. Aber das sind zum Beispiel Gewänder für Helge Schneider. Ja, wenn er kommt, ja, dann wählt er sich da was aus. Das hat er sich ausgesucht oder bestellt unter dem Titel Der Kriegsminister im Pyjama ratlos. Was er da spielen will, weiß ich nicht. Und ich nehme an, dass er es auch jetzt noch nicht weiß. Das wird er improvisieren. Das reicht von Narrenkappe, ja, nicht? Was so für ihn vorbereitet ist. Mütze. Das kann man so, ohne dass es beleuchtet wird, ja, nicht? So ein Hut Napoleons. Das hat er ganz gerne mal, ja. Das ist noch original. Ja. Also der Hut. Ja, der ist jetzt schon sehr chinesisch. Und ich brauche Tesafilm, ja, damit ich mir Schlitzaugen machen kann. Das hält ja nicht. Auf doch, das hält. Doch, auf doch, der fettigen Haut. Das kennen wir, das kennen wir. Holt ich brauche Tesafilm. Hang. Bing Hai. Nu Hai, Ni Hai. Neffe oder Schüler des Konfuzius? Ja, kann man sagen.
Konfuzius, Großonkel, Urgroßonkel, Konfuzius. Das ist China jetzt auf dem Weg zur Weltmacht, da hat das eine Bedeutung. Ja, viele Macken, ne? China, immer viele Sachen Macken, ne? Pullover, Hemd, Schuh, Auto, Koffer, Tasche, Arbeitstasche, alles China machen. Brille, Parfüm, Ohrenstöpsel, alles China-Macken, ne? Alles China-Macken. Unterhemd, Oberhemd, zwischen Karton, alles. Schuhsohle, Nagellack, ne? Nagellackentferner, alles China-Macken. Seit 1987 betreibt Kluge das Fernsehunternehmen DCTP und darin seine Magazinsendungen, in denen er frei erfundene Persönlichkeiten auftreten und diese pseudo-authentische Ereignisse erzählen lässt. Wie etwa den sogenannten Bodyguard Adolf Hitlers, gespielt von Peter Berling. Mit bestechender Detailkenntnis und ungebremster Fabulierlust ziehen diese Gesprächspartner den Zuschauer in die geschichtlichen Ereignisse hinein. Man kennt ja diese Bodyguards, ja, nicht? Also SS-Leibstandarte Hitler, ja. Und das sind Spezialisten mit eigenen Ansichten. Und dass die im letzten Moment, so wie bei Felix Dahn, ja, den Hitler rausholen aus dem Bunker, ja, damit er, wenn er schon groß Verbrechen begangen hat, auch groß auf einer Atlantikinsel in der Nähe von Atlantis untergebracht wird. Er selbst wollte sterben, möglichst schmerzlos. Und so tapfer war er ja nicht. Die Spritze, die er bekommen hat, war keine Todesspritze, sondern eine ganz gewöhnliche, starke Betäubungsspritze. Sodass wir ihn anschließend wegschaffen konnten in einer Kiste. Die berühmte Kiste, in der man dachte, dass darin die Leiche befördert wurde, war, die Leiche dann, war keine Leiche. Und dann Berlin-Nord, ja, über die Elbe. Ja? Ja, und nach Italien. Wir sind nach Italien. Dieser Weg war ja noch frei und wurde auch frei gehalten. Das ging auch über den Vatikan, der da sehr stark mitgeholfen hat, ohne zu wissen, worum es geht. Das Spiel mit der ersponnenen Zeugenschaft ist für Kluge Aufklärungsarbeit. Der Zuschauer soll auf die Probe gestellt, seine Mündigkeit soll geprüft werden. Und er soll Spaß haben an dem, was vielleicht so hätte geschehen können. Sie müssen ja irgendwie den Muskel des Unterscheidungsvermögens üben. Wenn ich Ihnen alles vorkaue und alles, dann übt sich in Ihnen nichts. Ja, nicht? Dann gehen Sie eben an den einen Wasserhahn und da kriegen Sie die Wahrheit und an den anderen, da kriegen Sie die Lüge. Ja? Oder die Illusion. Ja? Nicht? Das gibt's aber gar nicht. Denn wenn Sie in einer konkreten Situation als Mensch etwas erleben, sind Ihre Wünsche doch anwesend. Ja? Sie sind immer zwei Menschen. Ja? Der Mensch der Wünsche, des Subjekts, ja? Und der Mensch, der, wenn er gegen eine Wand rennt, spürt, dass es schmerzt. Das heißt, sie sind in der Objektivität drin. Dann holt er sich so ein paar Kostüme zusammen, die er mir dann oben hängt. Und ich muss es dann aufsetzen. Es ist alles improvisiert, alles. Ja? Und dann erzählt er mir so beim Drehen, also du bist jetzt das und das oder das und das und so. Dann erzählt er mir 5 Minuten vorher, was da so los ist oder sag mal was. Also, ja, das entsteht eigentlich, er erzählt mir eine Figur und von der ich meistens nichts weiß und dann rede ich drauf los und er schneidet das dann zusammen. Wie spielen Sie den Napoleon? Ich spiele ihn klein, wüchsig. Und außerdem? Mit der Hand vorne im Rock spiele ich ihn. Mächtige Tiere. Hm. Große, mächtige Tiere. Also, aber sie haben eine sehr, sehr empfindliche Haut, was man ja gar nicht so denkt. Die Elefantenhaut, die ist nicht so dick, wie man denkt. Ihre Vorfahren väterlicherseits waren schon mal in Jerusalem. Ja. Gleich beim ersten Mal im Jahre 1099. Wenn ich jetzt Hannelore Hoger frage, Sie sind Äbtissin, also dem Herzogin von Mecklenburg, in dem Kriegslazarett in Jerusalem 1917. Ja, nicht? Und dann fängt die an zu erzählen. Wir hatten gehofft, dass wir das Weihnachtsfest hier verleben. Ursprünglich wollten wir den Suezkanal erobern. Aber das ist anders gekommen. Wie Sie sehen, packen wir
zur Flucht. Lange vor der heutigen Fake-Schwemme experimentiert Alexander Kluge offensiv mit seinen listigen Fake-Inszenierungen, an denen alle Helge Schneider, Peter Berling und Hannelore Hoger bereitwillig teilnehmen. Er erzählt mir dann was und ich fange dann an zu quasseln. Ja? Und wenn es nicht weitergeht, hören wir auf, machen wir einen Break und dann fängt er von vorne an. In dem Dramatiker Heiner Müller hat Alexander Kluge einen Wunschpartner, mit dem er eine Serie von Fernsehgesprächen führte, die legendär wurden. Ihr gemeinsamer geistiger Vater ist Bertolt Brecht, der Lakoniker, der den Spaß am Denken postuliert. In ihren Gesprächen geht es um Themen wie Theater, Friedrich von Preußen und um das Rendezvous mit dem Tod, an das Müller sich erinnert, nachdem er gerade eine Krebsoperation überstanden hat. Gerne geht es auch hier um scheinbar Nebensächliches, um die Philosophie des Rauchens etwa. Sag mir noch mal, wenn du rauchst, ja. Dein Arzt hat dir gesagt, du sollst ruhig rauchen. Ja. Und was ist das? Du, es ist einmal ein Genuss. Es schmeckt gut. Und die Lunge hat keine Geschmacksorgane, also man braucht das nicht in der Lunge. Die Geschmacksorgane sind in der Mundhülle, am Gaumen. Und wahrscheinlich ist es ein Vehikel für die Stoa. Wenn man raucht, es gibt bei Brecht im Ui so einen Satz. Wer raucht, sieht kaltblütig aus. Und wer raucht, wird kaltblütig. Vielleicht ist es das. Er kommt immer wieder angereist. Und dann gibt es sozusagen, da steht die Flasche, ja, mit Whisky. Das braucht er zum Befeuchten der Kehle. Ja. Und dann raucht er ziemlich, das ist eine Kommentarform. Ja. So wie Trump mit den Händen redet, so redet seine Zigarre. Ja. Dass er langsam zieht, kurz zieht, diese Asche wird länger und so. Beide, Müller wie Kluge, kommen aus Mitteldeutschland. Aus dem Land der Bauernkriege, wie sie sagen. Und beide lieben die kühnen Gedankensprünge, das überraschende Verknüpfen von Ideen. Tagespolitisches steht neben Kulturgeschichte. Alles gehört zusammen. Seine jüngsten Videoarbeiten, scheinbar zusammenhanglose Bilder. Ein Orchester, Flüchtlinge, Donald Trump. Doch hier werden die Grenzen der Zivilisation abgetastet. Kluges Filmkompositionen sind eine Aufforderung an den Betrachter, die widersprüchlichen Ausschnitte der Welt zusammenzudenken. Ein aktuelles Video: Immigration als düstere Kulturgeschichte. Was ich da hauptsächlich mache, ist Konstellationen herstellen, Reibung zulassen. Man nennt das Montieren, ja, Montage. Eine andere Videomixtur. Afrikanische Lehmverarbeitung, Walfang, Sternenbanner und wir Europäer. Ich bin Beobachter, ja. Ich sammle. Heiner Müller sagt, das Poetische heißt sammeln. Ja. Insofern werden die Brüder Grimm in mir, in meinen Augen und in seinen Augen, die besseren Poeten gegenüber einem, der sie aufbläst und sagt, ich kann das Laub im Herbst besonders gut beschreiben. Seit einem halben Jahrhundert ist er eine Institution im geistigen Leben Deutschlands. Er kollagiert und montiert unbeirrt seine verstörenden Geschichten, deren Ausgangspunkt einmal das Bombardement in Halberstadt war und die dann die letzten Jahrhunderte unter das Mikroskop legen. Die Nebenschauplätze faszinieren ihn, die Randfiguren, das scheinbar Unwichtige. Ein Intellektueller mit Sinn für raffiniertes und skurriles Entertainment. Sein Name ist eine Marke. Und die ist unverwechselbar.